Hallo, ich bin Julia, Mama, Managerin und Gründerin von My Blossom. Vor ein paar Jahren habe ich eine sehr schwere Zeit durchgemacht. Wie viele Frauen habe ich versucht, genügend Zeit für meine Familie und meinen Beruf zu finden und vergaß dabei vollkommen, dass ich auch Zeit für mich selbst brauchte. So entstand die Idee zu My Blossom. Und heute möchte ich euch auf eine wunderbare Reise der Entspannung und zu eurem glücklichsten Ich einladen. Lasst uns zusammen anfangen. Beginne in einem Fersensitz. Schieb dein Gesäß weit nach hinten und lass den Oberkörper nach vorne sinken für die Kindhaltung. Du kannst die Knie zusammen oder auseinandernehmen. Komm auf deine Fingerspitzen und wander mit den Händen nach vorne. Atme hier einmal tief ein und vollständig aus. Der Nacken ist entspannt. Komm von hier aus auf alle Viere, die Hände unter den Schultern aufgestellt, die Knie unter den Hüften. Schieb dich mit deiner Ausatmung in einen runden Katzenbuckel, nimm das Kinn zur Brust, saug den Bauchnabel nach innen. Mit deiner Einatmung heb das Brustbein und das Steißbein, sanft das Hohlkreuz. Ausatmen, noch einmal runder Rücken, schieb die Schulterblätter auseinander, drück dich vom Boden weg. Einatmen, heb das Herz und deinen Blick. Letztes Mal, ausatmen, runder Rücken. Einatmen, sanfter Kuhrücken. Komm mit der Ausatmung jetzt in einen neutralen Rücken, gerade Wirbelsäule. Mit deiner Einatmung heb den rechten Arm und öffne die Brust. Ausatmen, führe den rechten Arm unter dem linken Arm hindurch und leg dich auf dem rechten Schulterblatt ab. Atme hier ein und aus. Drück die linke Hand fest in den Boden, einatmen, und hebe den Arm wieder nach oben zur Seite. Ausatmen, stell die Hand zurück unter die Schulter. Jetzt die andere Seite. Linker Arm nach oben, einatmen. Ausatmen, fädle den Arm unter dem rechten Arm durch und lege dich auf dem linken Schulterblatt ab. Einatmen und ausatmen. Drücke die rechte Hand fest in den Boden, einatmen. Hebe den Arm nach oben zur Seite, ausatmen. Stell die Hand ab. Wander mit den Händen nach vorne. Stell deine Zehen auf und schieb das Gesäß Richtung Fersen und dann nach oben in einen herabschauenden Hund. Der Rücken ist lang, die Knie gern gebeugt. Du kannst die Fersen abwechselnd Richtung Boden schieben. Dann komm mit deiner Einatmung nach vorne in einen hohen Liegestütz. Mit deiner Ausatmung senk dich über die Knie langsam zum Boden ab. Einatmen, schieb dein Brustbein nach vorne, die Schultern zurück. Und ausatmen, komm über die Knie zurück in deinen herabschauenden Hund. Atme hier einmal ein und vollständig aus. Und dann wander mit den Händen zu deinen Füßen. Nimm die Füße ruhig weiter auseinander und beug die Beine so, dass es für dich angenehm ist. Lass den Oberkörper in eine Vorbeuge sinken. Du kannst die gegenüberliegenden Ellbogen greifen und den Kopf sanft Ja und Nein schütteln. Dann löst die Arme und bring die Fingerspitzen zum Boden. Wander mit den Füßen weiter auseinander und senk dein Gesäß zwischen die Fersen für eine Yogi-Hocke. Richte die Wirbelsäule auf, leg die Handflächen aufeinander und lass die Brust weit werden. Nimm noch einen bewussten Atemzug hier. Dann löse auf und komm sanft zum Sitzen auf die Matte. Nimm die Fußsohlen aneinander und lass die Knie ein paar Mal auf- und abwippen, um die Leisten zu lockern. Komm in den Schneidersitz und richte dich noch einmal bewusst auf. Schließ die Augen und nimm hier einen bewussten, tiefen Atemzug. Ich hoffe, diese Session hat dir gefallen. Ich fühle mich jetzt sehr entspannt. Du findest alle unsere Workouts, Meditationen und auch Rezepte in der My Blossom App. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder zu einem gemeinsamen Training. Namaste!